müssen wir uns fragen, ob wir alles getan haben, Georgien klarzumachen, dass man nicht mit Gewalt ein Land wiedervereinigen kann, sondern eigentlich durch Attraktivität. Und ich meine auch die Russen in Ossetien seit 1992, wenn man noch mehr gemacht hätte, sich noch mehr Zeit und Geduld genommen hätte, um Georgien zu entwickeln als eine vorbildliche Demokratie mit einer starken Wirtschaft. Ein wirklich europäisches Land. Und deswegen bin ich in die Zukunft blickend auch dafür, dass wir sagen, das ist ein europäisches Land, was letztlich auch in die Europäische Union gehört. Dann glaube ich, dann wäre das auch für die jungen Osseten und die Abkhazen faszinierend gewesen. Und sie hätten sich gesagt, ist vielleicht doch interessanter, zukunftsträchtiger in Georgien zu leben als in Russland oder mit Russland. Und das ist auch ein Vorwurf, den wir uns selbst machen müssen. Haben wir dafür gesorgt, dass hier genug Geduld aufgebracht wurde? Ja. Vergleiche sind immer falsch, aber die deutsche Wiedervereinigung ist auch durch die Attraktivität, die überragende politische, ökonomische Attraktivität Westdeutschlands. Geben wir die Frage vielleicht gleich noch mal weiter nach Tiflis. Herr Präsident, Herr Saakaschwili, fühlen Sie sich vom Westen eigentlich genug unterstützt in dieser Situation? Nun, zunächst einmal stimme ich der Analyse zu, dass Georgien natürlich schauen muss, zeigen muss, dass wir ein erfolgreiches Land sind. Und seit der Rosenrevolution haben wir ein Wirtschaftswachstum erzielt. Wir haben unsere Wirtschaftsvolumen verdreifacht. Wir sind nach der Europäischen Bank für Wiederaufbau, gezählen wir zu den am wenigsten korrupten Volkswirtschaften. Wir sind die Nummer eins bei ausländischen Direktinvestitionen. Wir sind die am schnellsten wachsende, nicht von Öl- und Gasexporten lebende Wirtschaft weltweit. Also wir waren ja dabei, attraktiv zu werden. Aber ich komme zurück auf Ihre Frage. Ich stimme Ihnen dazu, was Sie sagen. Aber das Problem ist doch, das war doch in Deutschland so. Westdeutschland war erfolgreicher und Deutschland wurde wiedervereinigt, weil Gorbatschow seinerzeit die Schrauben etwas gelockert hatte. Was hier aber der Fall ist, und das müssen Sie ganz schön, hat sich denn Kaliningrad vereinigt? Nicht mit Deutschland? Nein, natürlich nicht. Denn Kaliningrad wäre vielleicht gerne, also Königsberg würde vielleicht gern dazugehören, aber nein, natürlich nicht. Hat sich Karelien mit Finnland wieder vereinigt? Nein, natürlich nicht. Jeder pro-russische Finne wurde ja vertrieben von Stalin und die gehören immer noch zu Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Also, was ist denn passiert in Südossetien und Abchasien? Sie haben dort alle vertrieben, die zu Georgien gehören wollten. Sie schauen sich hier mal an. Die grünen Gebiete sind die Gebiete, die von den Russen kontrolliert werden. Die anderen wurden seinerzeit von Georgien kontrolliert. In Srinvali wurde die Armee doch von russischen Generälen kommandiert. Und der jetzige General war vor einem Jahr noch südossetischer Verteidigungsminister. Es gibt mehrere russische Generäle, die behaupten jetzt, sie wären Südosseten. Sie hatten doch eigentlich ursprünglich gar nichts mit Südossetien zu tun. Und in den Plätzen unter ehemals georgischer Kontrolle, Herr Saakaschwili, sogar ich merke, ethnische Osseten perfekt in der Führungsposition. Und jetzt geht es doch darum, ich wollte Ihnen also, gerne noch mal eine Frage stellen. Möchte, ich vielleicht versuchen wir es, es ist schwer. Ich bin nicht einfach gut vorbereitet, ich möchte einfach nur sagen, worum es geht. Aber bitte, stellen Sie die Frage. Genau, und die stelle ich jetzt und würde Sie gerne noch mal fragen, ob Sie tatsächlich in den letzten Monaten keine Chance verpasst haben, diese Eskalation zu vermeiden. Glauben Sie, Sie haben wirklich überhaupt keinen Fehler gemacht und es hätte keine alternative Möglichkeit gegeben zu handeln? Ich denke, selbst der Papst macht Fehler, ganz zu schweigen von Präsidenten einer Demokratie. Jeder macht natürlich Fehler. Aber eins sollte wirklich ganz klar sein. Wenn Menschen jetzt sagen, warum habt ihr den Südosseten nicht die Hand gereicht? Zu wem denn? Den russischen Generälen des Geheimdienstes? Die haben doch ihre Vorgesetzten. Ich habe aber doch mit Putin, mit Medvedev gesprochen. Wir haben immer wieder die Hand gereicht. Wir hatten einen Plan für eine Regelung in Abchasien. Das Problem ist aber, dass die Russen dann entsprechende Treffen immer wieder abgesagt und verschoben haben, die Zeit genutzt haben, um den militärischen Aufmarsch zu organisieren. Sie haben militärische Provokationen organisiert und es gab dann keine starken Reaktionen von der Weltöffentlichkeit und so sind sie immer mutiger geworden mit den Provokationen. Also ein roter Strich nach dem anderen wurde überschritten und irgendwann kam es einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gab. Es ist ja nicht mein Wort gegen das Wort der Russen. Ich kann doch sagen,
dass die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die Opferzahlen bestätigt hat, die wir angeben. Und die meisten, die getötet wurden in Südossetien und Abchasien, waren Milizionäre, die also dort die Zivilbevölkerung terrorisierten. Und selbst der russische Staatsanwalt sagt, dass nicht mehr als 153 Menschen getötet wurden, aber sie haben dort selber ethnische Säuberung durchgeführt in den einzelnen Dörfern. Schauen Sie sich doch diese Karte an. Das ist Rinvali. Das hier sind die Bereiche, die von der Zanatkoi, einem ehemaligen Separatisten, kontrolliert werden. Das hier waren georgische Dörfer. Hier ist der Schwerpunkt der Zerstörung. Das heißt, der Schwerpunkt der Zerstörung wurde angerichtet in den Gebieten, die unter georgischer Kontrolle waren ursprünglich. Herr Saakaschwili, wenn das alles so ist, hier meldet sich nochmal Berlin, wenn das alles so ist, Sie müssen doch wirklich sehen, ja, wären Sie an welcher Stelle bereit, eine Unabhängigkeit Südossetiens und Abchasiens eigentlich anzuerkennen? Wenn Sie sagen, es gibt da eigentlich gar keine Georgier mehr, wann wären Sie bereit, darüber nachzudenken, dass diese Republiken, in Anführungsstrichen, diese Kleinstnationen, unabhängig sein dürfen? Gäbe es je eine solche Möglichkeit für Sie? Würden Sie akzeptieren, dass irgendein fremdes Land nun nach Bayern einmarschieren würde, alle Bayern aus Bayern vertreiben würde und dann sagen würde, okay, jetzt sind ja keine Bayern mehr übrig und die noch leben, die können sich doch jetzt loslösen? Würden Sie das akzeptieren? Das ist doch die Dimension, um die es geht. Es geht doch hier um Gerechtigkeit. Jetzt ist Südossetien nicht darüber zu scherzen, mitten in Georgien. Entschuldigung, aber ich möchte natürlich keine Bayern beleidigen mit meinem Vergleich. Ich habe einfach eine Region, ein Land als Beispiel benutzt, das ich sehr mag in Deutschland. Der Punkt ist doch sehr einfach. Diese Regionen hatten eine Bevölkerung, die ursprünglich gemischt war. Diese Bevölkerung wurde vertrieben, brutal vertrieben. Und jetzt fragen Sie mich, ob ich nach all diesen Dingen mich mit vollendeten Tatsachen abfinden möchte. Also niemand kann doch einfach eine große Ungerechtigkeit als vollendete Tatsache anerkennen. Sollen wir jetzt kapitulieren gegenüber dem Bösen? Sollen wir einfach den Kopf senken und weitermachen? Nein. Der Punkt ist doch, sind wir wieder in einem Kalten Krieg? Kann man so etwas akzeptieren? Wird Europa diese Brutalität einfach hinnehmen? Ich glaube nicht. Ich stelle nochmal meine Frage und bitte um eine kurze Antwort. Sind wir wieder mitten in einem Kalten Krieg? Ich glaube, es ist nicht möglich. Ich glaube, Russland verhält sich nicht richtig. In gewisser Weise gehen sie sogar brutaler vor als Brezhnev und Stalin seinerzeit. Sie stellen sich als Opfer dar. Ich habe natürlich großen Respekt vor der großen russischen Nation, aber die politische Führung benimmt sich wie die Führung eines kleinen Landes, aber benimmt sich absolut arrogant, irrational, noch irrationaler als ihre kommunistischen Vorgänger. Und sie haben keine Ressourcen für einen neuen Kalten Krieg, wenn die Demokratien Seite an Seite stehen, für ihre Werte eintreten, für Menschenrechte eintreten. Ich selbst habe meine Karriere als Anwalt für Minderheitenrechte begonnen. Ich glaube an Minderheitenrechte, ich glaube an Autonomie, ich glaube an individuelle und kollektive Menschenrechte, aber wir können nicht akzeptieren, dass dieses Land sich so benimmt und damit davonkommt und nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Ich habe wirklich großen Respekt und ich bin dankbar für Deutschland und anderen Länder. Ich bin dankbar für die Solidarität, die wir von Deutschland erhalten. Und ich möchte Ihnen allen dafür danken. Und wenn Sie mir noch eine allerletzte Frage beantworten würden, wer wäre lieber der amerikanische Präsident der Zukunft? Wäre es Herr McCain oder wäre es Herr Obama? Also wissen Sie, wir haben ausgezeichnete Beziehungen zu beiden. McCain hat übrigens Rinvali besucht in einem der Helikopter. Einer der Helikopter, die ihn begleiteten, wurde abgeschossen von den russischen Truppen. Und zwar im Sommer 2006. Also er kennt aus erster Hand, wie die Situation aussieht, wie wir es hier zu tun haben. Der Punkt aber ist, dass Obama und sein Vizepräsidentschaftskandidat beide auch sich sehr engagiert zu Georgien geäußert haben. Ich glaube, beide Männer sind gut für uns und für Europa, denn beide sind proeuropäisch. McCain
fühlt sich sehr proeuropäisch. Obama ist ein sehr interessanter Präsidentschaftskandidat. Wir hatten mit unserem Parlament auch ein gutes Treffen mit Obama. Die einzige Delegation, mit der Obama sich traf, in